Schönen guten Morgen zusammen. Herzlichen Dank, dass Sie sich so zahlreich eingewählt haben. Mein Name ist Nadine Schönlau. Ich verantworte im Bereich Financial Advisory den Bereich Marketing, Events, Communication. Und bevor wir jetzt loslegen mit unserem Webcast, möchte ich Ihnen kurz noch einige organisatorische Hinweise an die Hand geben. Wir werden den Webcast aufzeichnen und auf unsere Website stellen. Wenn Sie nicht einverstanden sind, können Sie gerne still zuhören oder den Webcast verlassen. Während des Vortrags können Sie natürlich gerne jederzeit Ihre Fragen über das Q&A-Fenster eingeben, das Sie in der unteren Leiste finden. Und wir werden Ihre Leitung freischalten, sodass Sie natürlich auch die Gelegenheit haben, Ihre Fragen hier live unseren Referenten zu stellen. Ich darf Sie jetzt zu unserem zweiten Webcast unserer Webcast-Reihe Around the Valuation World begrüßen. Unser heutiges Thema ist Distress Valuation. Und dazu begrüße ich gerne unsere Experten Dr. Mark Hein, Partner im Bereich Valuation Modeling und Economics, und Jens von Loos, Managing Director im Bereich Corporate Finance Advisory, und wünsche einen interessanten Webcast und übergebe damit gerne das Wort an euch beide. Nadine, ganz, ganz lieben Dank. Wir würden uns einmal ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Mark Hein, bin Valuation Partner am Standort Frankfurt, bin auch der Vertreter von Deloitte im Fachausschuss für Unternehmenswertung des IDWs, Referent an der Bundesfinanzakademie. Distress Valuation gehört dazu, da Jens und ich kennen auch schon uns seit einer Ewigkeit aus dem Distress-Umfeld. Und das Thema wird immer spannender zurzeit. In der Vergangenheit war das eher weniger im Fokus. Jetzt kommt das und wir freuen uns, gemeinsam mit Ihnen durch diese Veranstaltung durchzugehen. Wenn Fragen sind, bitte direkt reinfragen. Und Jens, dann würde ich mal auf dich übergeben mit der Vorstellung und die Vorstellung der ersten Seiten. Ja, sehr gerne. Vielen Dank, lieber Marc, liebe Nadine. Mein Name ist Jens von Loos. Ich verantworte den Bereich Debt Advisory bei Deloitte in Deutschland. Das heißt, wir machen Finanzierungsberatung von gesunden Unternehmen und Unternehmen in einer Krisensituation. Und mein Background ist, ich bin ein klassischer Finanzierer. Ich habe jahrelang auf der Finanziererseite bei verschiedenen Banken gearbeitet und nutze seit 2007 dies erlangte Wissen für meine Mandanten. Hier auf dieser Seite sehen wir, wie sich so die Insolvenzen entwickelt haben. So 2021 wurde nochmal deutlich beeinflusst durch die ganzen Corona-Hilfen, die es gegeben hat, und durch die Aussetzung der Insolvenzantragspflichten. Aber wir sehen in 2022 und insbesondere in 2023, dass die Insolvenzen deutlich anziehen. Und wir kommen auch dann gleich darauf, was so die Treiber sind. Weil hier sehen wir, hier kicken die höheren Zinsen rein. Das bedeutet hier, das Zinsniveau ist massiv angestiegen für viele Unternehmen und auch der Zugang zu Fremdkapital ist deutlich schwieriger geworden. Wir sehen das tagtäglich in unserer Praxis. Die Banken sind sehr, sehr risikoscheu inzwischen. Die haben Angst vor vielen Unternehmenkrisen. Und steuern gegen. Das bedeutet, es gibt wieder die klassische Portfolio-Strategie der Banken. Man wird wieder genau durchleuchtet als Unternehmen. Man wird wieder stark nach Sektoren sortiert. Und da gibt es natürlich einige Sektoren, die krisenanfällig sind. Die werden aktuell deutlich untergewichtet bei der Kreditvergabe, wie zum Beispiel die Retail-Branche, die Modebranche, Automobilbranche oder alles, was zum Beispiel auch sehr energieintensiv ist. Ja? Weil gerade Energiepreise, Zinssätze und diese ganzen Faktoren führen dazu, dass Unternehmen eine deutlich schlechtere Bonität haben und immer stärker in eine Krise rutschen. Und da versuchen natürlich die Banken durch eine aktive Portfoliosteuerung dem gegenzusteuern. Und da versuchen wir als Berater durch eine Debt Story, nenne ich das mal, das heißt, wo man das Unternehmen präsentiert und die Stärken herausarbeitet und aber auch die Schwächen ein Stück weit mitigiert, mit einer Debt Story auf Finanzierer zuzugehen, um die Chancen einer Kreditverteilung zu maximieren und auch die Konditionen. Mal weiter.
Und hier sehen wir das zum Beispiel, wie also eine Krisensituation entsteht. Am Anfang sind es erstmal die schwachen operativen Ergebnisse. Man hört dich ganz schlecht zurzeit. Sorry, Marc, jetzt habe ich dich nicht verstanden. Jetzt geht's so, jetzt hört, man hat dich eben ganz schlecht gehört. Jetzt geht's wieder. Ah, okay. War wahrscheinlich schlechtes Internet. Hier beginnt das hier mit, ja, ich sag mal, den ersten operativen Verschlechterungen, die man dann sieht, und dann steigert sich das ganze Thema. Hier können wir zum Beispiel aus Erfahrung einfach raten, umso früher man Hilfe sucht, umso besser ist es für die Ausgangssituation und die Verhandlungsoption, die ein Unternehmen hat. Meist werden wir relativ spät in Situationen, bei Situationen angesprochen. Und das kann man sich so vorstellen wie so ein Trichter. Umso länger man wartet, umso weniger Optionen hat man als Unternehmen, aus der Situation wieder herauszukommen. Und hier gilt es, möglichst früh zu reagieren und erst gar nicht zuzulassen, dass man vielleicht irgendwelche Kreditvertragsbrüche hat, sondern vorzeitig in Waiver-Anfragen stellt oder vielleicht auch neues Kapital einwirbt oder vielleicht eine Refinanzierung lostritt, um einfach stabiler aufgestellt zu sein, wenn die operativen Ergebnisse weiter sich verschlechtern. Weil irgendwann überschreitet man einen gewissen Punkt und da wird es furchtbar schwierig, weitere Liquidität einzusammeln. Da gilt es einfach, umso früher man dran ist, umso mehr Chancen hat man, hier aus der Situation wieder rauszukommen. Wir würden jetzt einmal so Richtung Bewerte von Distress-Unternehmen rübergehen. Ganz, ganz, ganz lieben Dank für die Einführung. Das Thema, wann ein Unternehmen distressed ist, ist immer, ich sage jetzt mal, keine glasklare Abgrenzung. Wir haben eine gewisse Herausforderung, sowohl im operative Ergebnis als auch im finanziellen Ergebnis. Distress beginnt deutlich, bevor man den Insolvenzantrag stellt. Das heißt, wir haben die Themenstellung, ich komme in eine Schieflage rein, die Werte sinken. Wie gehe ich damit um? Welche Herausforderungen gibt es? Funktioniert das klassische Handwerkszeug noch? Vielleicht zu viel vorab, es gibt ja den Praxishinweis zu hochverschuldeten Unternehmen, der ist jetzt aktualisiert worden und wir haben mal eine Kategorie hier ergänzt und die Unternehmen in Abhängigkeit der Verschuldung und fairerweise muss man sagen, auch das operative Ergebnis ist in vier Kategorien aufgeteilt. Weil wir heute nur eine begrenzte Zeit haben, bewegen wir uns in dem rechten Bereich drin, aber als Überblick zu sagen, wenn ich gering oder normal verschuldete Unternehmen habe, das ist die Bewertung, wenn wir über Multiples und DCF sprechen, die wir in der Regel drin haben. Woran macht man das aus? Ich habe keine materiellen Ausfallrisiken. Da hat jedes Unternehmen aus einer wirtschaftlichen Sichtweise immer das Risiko, dass ein Ausfall da ist. Nichts ist sicher, aber es ist kein materielles, so haben wir das im VAUB definiert, respektives erhöhtes Risiko. Der Verschuldungsgrad im Vergleich zur Peer Group ist nicht signifikant anders. Also entweder wir liegen drunter oder aber wir liegen auf dem Vergleich der Peer Group. In der Peer Group haben wir Unternehmen mit unterschiedlichen Verschuldungen. Da guckt man in der Regel auf den Average oder Median. Dann können wir ganz klassisch unsere Multiple- und DCF-Verfahren anwenden. Liquiditätsthemen sind sicherlich und Liquidationsthemen kein Fall für gering und normal verschuldete Unternehmen. Und dann gehen wir in das Spannende rein, wenn wir Richtung Hochverschuldung haben. Wir reden, gehen davon aus, dass wir Ausfälle haben können. Wir sind in der Regel mit Unternehmen, die wir bewerten, die signifikant mehr Debt auf der Bilanz haben als die Peer Group. Wenn die dann zunehmend auch noch eine operative Herausforderung haben, ist, wie gehe ich mit Multiples um? Was bedeutet das für die DCF-Verfahren? Vielfach wird der sogenannte Weighted Average Cost of Capital Ansatz genommen, den ganz klassischen, den wir kennen. Und dann fängt man an, Richtung Adjusted Present Value Ansatz zu marschieren. Und ist es möglich, je nachdem, wie die Performance ist, dass wir auch über eine Liquidation nachdenken müssen. Spannend wird der rechte Bereich, der ist in dem Praxishinweis auch ausgespart. Das sind die Themen, die überhöht sind. Der Jens hat das eben sehr schön schon erläutert. Wir haben von der finanziellen Seite Druck, der kommt. Zinsen steigen, Banken
sind sehr vorsichtig, was das Geldausleihen anbelangt, haben auch bestimmte Branchen, in denen sie deutlich höhere Anforderungen stellen. Wir kriegen den makroökonomischen Druck rein. Wie gehe ich mit solchen Unternehmen vor? In der Regel muss eine Art finanzielle Sanierung erfolgen, um mittelfristig fortzubestehen. Teilweise habe ich mit Kapitalgebern bereits Verhandlungen aufgenommen. Es kann auch sein, dass der Antrag zum auf Insolvenzverfahren kurz bevorsteht. Das heißt, wir haben Unternehmen, die tatsächlich im oberen Bereich drin sind. Und da wollen wir mit Ihnen jetzt mal zusammen durchgehen, was bedeutet das bei den Malte-Verfahren und was bedeutet das bei den DCR-Verfahren. Wir haben hier wegen der leichten Nachvollziehbarkeit den Weighted Average Cost of Capital genommen. Bewertungstechnisch führen die immer zum selben Ergebnis. Der APV-Ansatz hat in der Modellierung einen leichten Vorteil. Von der Zeit her gehen wir mit einem einheitlichen Beispiel einmal durch und gucken uns die Herausforderungen an. Wenn wir uns einmal in die Multiples hineinversetzen, wir kennen das alle, die haben immer typischerweise die Trading- und Transaction-Multiples, sprich Transaktionen in der Vergangenheit und börsennotierte Gesellschaften. Wenn ich jetzt Richtung Distress gehe und sage, das ist eine Voraussetzung, rechts habe ich mal ein paar Kriterien, die typischerweise kommen. Das Unternehmen sollte in derselben Industrie sein, eine vergleichbare Größe haben, aber wenn wir Richtung Liquidität gehen und ich dürfte jetzt nur Distress-Unternehmen reinbeziehen, wird sowohl die Anzahl der Transaktionen als auch die Trading-Multiples sehr stark schon mal eingeschränkt sein. Das heißt, ich kriege die Themen eigentlich eher nur für Healthy-Unternehmen raus. Wenn ich denn tatsächlich mal eine Distress-Transaktion sehe, ist halt auch die Frage, war das ein Notverkauf? Wie aussagefähig da ist das? Passt das zu meinem Unternehmen rein? Und das, was ich gerne jetzt mal mit Ihnen besprechen würde, die Herausforderung bei der Normalisierung. Ich habe OMA gekennzeichnet, wie gehen wir typischerweise vor? Wenn wir einmalige Umsätze haben, weiß jeder, die müsste ich rausnehmen. Dasselbe ist mit Aufwendungen, die nicht wiederkommen, wenn ich marktunübliche Verträge abgeschlossen habe, zurzeit Leasingverträge noch hätte, die super günstig sind aufgrund der erhöhten Zinslage, das, was der Jens vorhin auch so schön ausgeführt hat, die Konditionen massiv steigen oder Transaktionen mit Related Parties haben, die nicht marktkonform abgebildet sind, würden wir die Themen adjustieren. Das heißt, das wäre entweder unser EBIT, EBITDA, in den ich reingehe, wenn ich den Multiple nehme. Ich würde dann die Transaktionen anschauen, die in der Vergangenheit durchgeführt worden sind, gucken, ob das passt. Wenn ich mir jetzt mal so ein Distress-Unternehmen anschaue, in der Regel ist das in der Public Community bekannt. Das heißt, es kann sein, dass das Markenimage verzerrt ist. Wer will gerne mit Unternehmen kontrahieren, wo ich sage, die Überlebensfähigkeit ist nicht gesichert? Sei das im B2C-Bereich oder im B2B-Bereich, das kann Auswirkungen auf den Umsatz haben. Dasselbe ist im Thema Materialbeschaffung. Unternehmen kommen schwerer an Material rein, kriegen weniger Rabatte, müssen teilweise auch das Material vorher bestellen, bevor sie es bekommen, deutlich früher als ein Healthy-Unternehmen, gerade in einer Zeit, wo die Liquidität eng ist. Ich habe Herausforderungen im Personalbereich, sowohl Mitarbeiter, die abwandern, die ich ersetzen muss, oder aber wenn ich bestimmte Maßnahmen habe, die staatlich unterstützt werden, dass das Personalaufwand niedriger ist. Ich muss Restrukturierungsmaßnahmen durchführen, das heißt, ich habe extrem viele Bereinigungen, die durchgeführt werden und ich zeige gleich mal ein Zahlenbeispiel, wo wir uns mal die Frage stellen können, wie aussagefähig ist in letzter Konsequenz so eine Bereinigung, wenn wir die uns anschauen. Dann brauche ich auch passende Transaktionen und wenn wir mal die letzten Jahre zurückgehen, so viel Distressed Transaction hatten wir nicht in einem anderen Marktumfeld, wie repräsentativ ist das? Hat vielleicht damals nur jemand ein Unternehmen übernommen, was strategisch passte, ich die Liquidität bereinigt habe, sprich Geld zur Verfügung gestellt habe, um dort reinzugehen. Und das andere Thema, wenn ich alle Faktoren bereinigt habe, was ist eigentlich eine ideale Ausgangsgröße für EBIT und EBITDA? Und damit das nicht alles so im luftleeren Raum bleibt, haben Jens und ich uns mal überlegt, dass wir ein kleines Zahlenbeispiel machen, das ziehen wir nachher auch bei der DCF-Bewertung durch. Und haben mal, ich sage jetzt mal, beispielhaften Distress-Fall gezeigt. Wir sehen sehr schön, die Gesellschaft hat einen Umsatzrückgang in 2024 dafür geplant. Man sagt, man ist in Schwierigkeiten reingekommen.
Wie sehen die Pläne üblicherweise aus? Wir haben dann immer den Hockeystick, es geht nach oben. Das heißt, man hat erfolgreiche Annahmen, man kann das restrukturieren als leider oft einwertige Planung und nicht Szenarienplanung. Das EBITDA vor Restrukturierung im ersten Jahr mit minus 2 Millionen, da sieht man schon, die Profitabilität ist eingebrochen. Also das Unternehmen hat hier tatsächlich ein Profit-Issue, plant dann aber wieder massiv anzusteigen in der Marge, hat Abschreibungen, die konstant durchlaufen, haben aber dann zusätzliche Restrukturierungsmaßnahmen von 15 Millionen und ich hätte ein massiv negatives EBIT in 2024. Man sieht unten noch Änderungen Working Capital. Oft, ich hatte es eben gesagt, ich muss meine Vorräte, meine Rohstoffe vorher beziehen und bezahlen. Das heißt, mein Working Capital steigt an. Ich habe einen riesigen Cashout, den ich in einer Krisensituation nochmal mitfinanzieren muss. Wenn ich jetzt das Jahr 2024 als das erste Planjahr nehme und darauf eine Multiple-Bewertung durchführe, dann könnte ich mit EBITDA und EBIT, so wie es ausgewiesen wird, gar nicht arbeiten. Es ist negativ. Da wird jeder zu Recht jetzt sagen, aufschreiben, was sagt der Heim da? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich muss normalisieren. Jetzt fängt man an zu normalisieren. Ich habe mal die beiden Planjahre und einen Durchschnitt genommen. Und jetzt sehen wir, wenn ich nur das EBITDA nehme, eine Bandbreite von minus 2 bis plus 25, da kommen gigantische Werte raus. Der Durchschnitt über 3 Jahre liegt bei 11,7 Millionen. Das heißt, wenn ich jetzt unterstellen würde, ich nehme das Jahr 25 und wir unterstellen, das wäre ein Nachkrisenjahr, ignoriere ich bei meiner gesamten Multiple-Bewertung die Krise. Die kriege ich in der Multiple-Bewertung, wenn ich richtig distressed bin, nicht mit rein. Ich hätte, wenn ich jetzt mal, um es einfach zu machen, einen 10er Faktor nehme, hätte ich jetzt hier einen Wert von 12 mal 10 von 120 und wenn ich in 26 gehe von 25 mal 10 von 250. Und die große Frage, was ist repräsentativ? Dasselbe Thema habe ich mit dem EBIT. Wir tun uns relativ schwer, Multiple-Verfahren in der Praxis anzuwenden, wenn wir komplett distressed sind. Wenn ich in dem Hochverschuldeten nur mit drin bin, erhöhte Verschuldung, kann ich damit arbeiten, dann kriege ich vernünftige EBIT-Werte raus. Dann habe ich das Thema in der Regel, dass meine Profitabilität auf EBITDA und EBIT-Ebene noch stimmt. Und ich nur im I ein Problem mit drin habe. Solange sich das in beide Bereiche mit reinzieht und ich in den Restrukturierungsfall mit reingehe, und das ist das, was der Jens vorhin ausgeführt hat, dann bin ich schon im unteren Bereich der Distressed-Unternehmen, habe ich die Problematik, wie gehe ich damit um. Und Jens, vielleicht magst du einmal aus deiner Praxis einmal sagen, Multiples, wie oft im hochgradigen Distressed-Bereich hast du das schon gesehen? Ja, sehr häufig. Zum bestimmten Zeit, wenn die Krisensituation besonders stark ist, machen halt andere Bewertungsmethoden eigentlich gar keinen Sinn mehr. Und da wird dann immer wieder auch aus Vereinfachungsgründen zur Multiple-Methode dann zurückgegriffen. Die führt halt zu, ich sage jetzt mal, massiv verzerrten Werten. Insbesondere, also was wir dann immer sehen, ist, dass dann Multiple genommen wird von Herzi-Unternehmen. Dann kommen da Werte raus, die überhöht sind, die dann schön gerechnet werden, um sich darzustellen. Wir gehen jetzt mal rein und gucken, wie würden wir mit so einer DCF-Bewertung aussehen und welche Konsequenzen hat das. Tendenziell, also wir lehnen die Multiple-Methoden hier in diesem, wenn ich hochgradig distressed bin, ab, weil ich einfach nicht den tatsächlichen Wert sehe. Und gerade wenn ich Eigentümer bin, kommen Größen an, die teilweise nicht passen. Wir hatten schon mal gesehen, dass einer dann tatsächlich hier auf 26 gegangen ist und mit dem Healthy Multiple das durchgerechnet hat. Das kriege ich am Markt nicht, das zahlt keiner für Distressed. Jetzt würden wir einfach mal in die andere Welt reingehen und sagen, die Spannende kommt Richtung DCF. Und da würde ich sozusagen eine Reise mitnehmen. Einmal die klassische DCF-Bewertung, wie muss ich die adjustieren und wie kriege ich einen Optionsansatz mit rein. Und wenn man sich das einmal anschaut, das soll mal so eine gewisse Rekapitulierung sein. Ich weiß nicht, wie jeder Firmen momentan im Discounted Cashflow Ansatz ist. Das heißt, wir haben die typische Vorgehensweise mit dem Weighted Average Cost of Capital. Wir prognostizieren die Free Cashflows in dem Zusammenhang auch. Wir haben hier zwei negative Jahre im Cashflow-Bereich, was üblich ist, wenn ich eine Krisensituation habe, dass ich dort nicht oberhalb der Nulllinie bin
habe die klassische Berechnung, sage ich, habe mein EBIT, ziehe meine Steuern ab aufs gesamte EBIT, habe Abschreibung plus Investitionen minus und Investitions- und Nettoumlaufvermögen und gewichte das denn mit den Kapitalforderungen der Eigen- und der Fremdkapitalgeber, da das Fremdkapital einen Steuerschutz hat, gibt das sogenannte Tax Shield, das ist das 1-S, was wir in der Formel unten rechts sehen. Wir sagen, wir haben die Renditeforderung der Eigenkapitalgeber, gewichten das mit dem Anteil Eigen zum Gesamtwert, haben die Renditeforderung der Fremdkapitalgeber, ziehen den Steuereffekt ab und haben das D- durch Enterprise Value, das heißt, das ist die Kapitalstruktur in der Form, dass ich sage, wo ist der Anteil vom Fremdkapital. Wenn man die Fremdkapitalkosten sich anschaut, was glaube ich hier extrem wichtig ist, dass hier die geforderten reingehen, die von den Kapitalgebern tatsächlich gefordert werden, nicht die am Markt beobachteten. Was ist der Unterschied? Wenn ich natürlich sage, ich will eine gewisse Rendite haben von 8%, und die erwarte ich, dann muss ich eigentlich bei der geforderten etwas höher gehen, denn ich habe Ausfall mit drin. Wenn ich sage, ich habe zwei Unternehmen, das eine kommt durch, das andere fällt aus, dann ist meine geforderte doppelt so hoch, weil sonst komme ich nicht an die entsprechende Renditeerwartung heran. Jetzt stellt sich die Frage, wie gehe ich mit diesem Unternehmen an? Wir gehen nochmal in eine Unternehmenssituation rein, wo wir sagen, wir sind im ersten Fall sehr hoch verschuldet. Wir haben operative Themen. Dann stellt sich die erste, wie lange plane ich? Wir wissen alle, wir haben typischerweise Planungszeiträume von 3 bis 5 Jahren. Ich muss natürlich hier reingehen und mir das anschauen, dass ich hingehe und sage, ich habe eine Verlängerung der Planungsperiode. Ich muss den gesamten Turnaround mit reinbekommen, was natürlich eine hohe Anforderung an den ist, der die Planung erstellt. Wenn ich in den 3 Jahren den Turnaround noch nicht schaffe, verlängere ich das mit allen Unsicherheiten. Idealtypisch sollte man mehrwertig planen, die Masse plant einwertig, das heißt, ich habe eine Erwartungswertplanung, das ist auch gleich entscheidend für den Ansatz, wo wir sagen, wie muss ich eine Value-Allokation vornehmen. Wir müssen halt so weit reinkommen, dass ich wieder in einer ganz normalen Healthy-Struktur drin bin, was die Aufwendung und die Ergebnisse anbelangt. Dann gehe ich rein in das Thema nachhaltiges Niveau des Umlaufvermögens. Wenn ich in einer Notlage drin bin, dann habe ich halt die Herausforderung, dass am Anfang mein Working Capital teilweise relativ hoch sein kann, wenn ich nichts bekomme an Working Capital, wenn ich nicht vorher zahle. Dann komme ich in die Schwierigkeiten rein, dass die Finanzierung knapp wird. Ich fahre mein Working Capital runter mit dem Problem, dass ich dann aber wiederum die Produktion nicht hochfahren kann. Das muss man durchmodellieren, bis man wieder ein vernünftiges, nachhaltiges Niveau bekommt, dass man die Zahlungsziele, die am Anfang relativ kurz sind, dann wieder verlängern kann in normale Zahlungsziele, in ein normales Vorratsvermögen, sodass wir auch das Nettoumlaufvermögen uns detailliert anschauen müssen. In vielen Bewertungen ist das ein Prozentsatz zum Umsatz. Man sagt, so und so viel Prozent des Umsatzes ist das Working Capital. Das funktioniert bei Distress-Unternehmen nicht. Da muss ich richtig tief einsteigen. Dann habe ich das Thema Steuerersparnis. Das ist immer das sogenannte Tax Shield auf der einen Seite, aber auch die steuerlichen Verlustvorträge. Und letztendlich kann man immer sagen, Verlustvortrag hört sich erstmal negativ an, weil das Wort Verlust drin ist, aber da kommt auch noch der zweite Teil Vortrag. Das heißt, es hat tatsächlich einen Wert, es hat einen Steuerspareffekt. Wenn ich Verlustvorträge habe, die nicht untergehen, dann muss ich zukünftig weniger Steuern zahlen und komme dann in das Thema rein, dass das der Wertkomponente ist. Dafür muss ich aber erstmal profitabel werden. Das heißt, auch hier dieses typischerweise Ersparnisse aus Verlustthemen rücken in weite Ferne und muss man sehr vorsichtig mit umgehen, wie man das in der Bewertung mit einbezieht. Das heißt, wir haben das Thema Risiken und Profitabilität, wo wir viel dezidierter reingehen.
Die Masse der Bewertungen hat ja nach 3 bis 5 Jahren automatisch die ewige Rente. Das funktioniert nur bedingt. Was sind weitere Themen, die man Richtung Kapitalkosten sich anschaut? Und ich glaube, wenn man die Grafik vorne sich anschaut, sah man steigende Zinsen, schlechtes Rating, höhere Zinsen. Rein technisch, wenn ich einen negativen Cashflow habe und ich ziehe mit Zinsen, die mit höheren Zinsen ab, was passiert da? Der Wert steigt. Ich näher mich an der Nulllinie von unten an. Das heißt, hier muss ich halt sehr behutsam mit umgehen. Wenn ich negative Cashflows habe, die Zinsen erhöhe, ob das sinnvoll ist oder nicht, das ist das eine Thema, in das ich einsteigen muss. Das muss mir bewusst sein. Wenn ich nachhaltig defizitär bin und beispielsweise das Geschäft weiterführen muss, weil ich ein Bergwerk auspumpen muss, kann ich nur mit einem risikofreien Zinssatz diskontieren, um nicht diese Verzerrung reinzubekommen. Was bedeutet das für den Beta? Wir hatten immer gesagt, Distressed Unternehmen, wenn ich ein Pure Play Beta habe, ich bin verzerrt. Ich habe die Themen des Distress, der Restrukturierung mit drin. Das heißt, ich muss mir anschauen, wie weit gehe ich zurück. Wir haben alle die Tendenz, möglichst aktuelle Beta-Zahlen zu nehmen. Nichtsdestotrotz gibt es hier die Tendenz, eher zurückzugehen, um eine Glättung reinzubekommen und auch gegebenenfalls Zeiträume bei Peergroup-Unternehmen rauszunehmen. Wir hatten die Situation aktiv schon mal, als der Ukraine-Krieg und als Corona ausgebrochen ist. Zwei sicherlich sehr unterschiedliche Ereignisse, aber da waren Verzerrungen drin, zu gucken, kann ich den gesamten Zeitraum mitnehmen oder nicht, oder muss ich bereinigen, durchführen, ob das der Beta-Faktor passt oder nicht. Ich habe zwar momentan Distress-Unternehmen, wenn ich aber DCF reingehe, geht dieses Distress irgendwann planungstechnisch Richtung Herze über. Wir wissen alle, 70-80% kommt aus der ewigen Rente. Das heißt, wir gehen mit dem Unternehmen, was den Beta, Unlevered Beta geht, durch diese Phase mit durch und können es denn nicht dauerhaft durch Distress verzerren lassen. Genau, Bewertungspraxis gewinnt Debt Beta immer eine größere Bedeutung. Nichtsdestotrotz sehen wir auch die ganz einfache Formel, die ich links mal abgebildet habe, dass wir sagen, wir haben das unverschuldete Equity Beta und grossen das hoch um den Finanzierungsfaktor. Das ist etwas, was bei hoch- und höchstverschuldeten Unternehmen auf keinen Fall passieren darf. Da geht man immer mit einem Debt-Beta mit rein. Warum? Wenn man sich mal anschaut, auch die Finanzierungskomponente trägt Risiken mit drin. Und die Gefahr besteht, wenn die Peer Group nicht hochverschuldet ist und ich deutlich höher verschuldet bin, dass ich mit der linken Formel eine signifikante Überschätzung des Beta-Faktors habe, wobei ich mit der rechten Formel deutlich stärker an das systematische Risiko der Verschuldung das anpasse und vernünftige Betas bekomme. Wir kennen alle die Diskussion in der Praxis zu Debt-Beta. Solange alle eine ähnliche Verschuldung haben, ist die Auswirkung zu vernachlässigen. Hier gehen wir in Unternehmen rein, die hochgradig distressed sind, die ein Finanzierungsproblem mit drin haben. Da unsere dringende Empfehlung, sich im rechten Bereich zu bewegen. Die Formel sieht sehr, sehr technisch aus. Ich würde einmal durchgehen. Wir haben das Beta unverschuldet, adjustieren das für das Finanzierungsrisiko, um das Debt Beta, das heißt, das operative Risiko bleibt gleich, das Finanzierungsrisiko, was wir raussehen, reduzieren wir etwas mit der Begründung, auch die Fremdkapitalgeber tragen Risiken. Es bleibt nicht 100% bei den Eigenkapitalgebern und dementsprechend wird das angepasst. Wenn man sich das mal anschaut, könnte man im ersten Schritt denken, naja, so viel ändert sich nicht. Was bedeutet das jetzt für die Bewertungspraxis? Und jetzt würde ich einmal durchgehen, damit wir eine gewisse Konsistenz haben wir dieselben Zahlen genommen. Sie sehen profitabilitätsmäßig, wenn ich mal auf EBIT oben mir das anschaue, wir kommen von minus 22, gehen auf plus 27,
relativ verhaltene Wachstumsrate mit drin, eine gute Profitabilität. Also wir kommen relativ schnell aus der Krise wieder raus. Das nächste Jahr 24 sicherlich massiv belastet. 25 habe ich den Break-Even am Anfang des Jahres erreicht und habe dann eine gute Profitabilität in 26. Rein technisch, um das Beispiel zu vereinfachen, ist jetzt hier kein Verlustvortrag modelliert worden, sondern der direkte Verrechnung ist methodisch nicht 100% richtig, überhaupt keine Frage, würde aber das Beispiel für so einen Vortrag sonst zu kompliziert machen. Haben denn unser Ergebnis nach Steuern, haben hier erhöhte Investitionen mit drin, insbesondere Working Capital. Wir müssen massiv rein investieren in 24. In 25 genau ein umgekehrtes Vorzeichen. Wir können das Working Capital reduzieren, nicht im vollen Umfang, weil wir auch ein erhebliches Wachstum von rund 17% zeigen. Und man sieht sehr schön, dass dadurch die Investitionen in Summe nach unten gefahren werden, die Nettoinvestitionen. Ich habe die Abschreibung mal dagegen gerechnet. Und würde mal auf die rechte Seite gehen. Wir haben aktuell einen risikofreien Zinssatz von 2,5%. Wir haben hier eine massive Verschuldung. Man sieht das, wir kommen in unserer klassischen Bewertung, wenn wir eine EV-Ausrechnung von rund 240 Millionen und eine Debt von 220 haben, ein Junior- und ein Senior-Loan, gerade mal auf knapp 19 Millionen wert. Damit sind wir massiv verschuldet. Trotz Debt-Beta landen wir auf einem Eigenkapitalkostensatz von 29,2. Die Fremdkapitalkosten sind hier nochmal niedrig angesetzt mit 5,5. Unterschiedlich, wir sehen das gleich mal, Kurzläufer noch mit drin. In der Realität werden die vielleicht etwas höher, ziehen das Tax Shield ab und kommen zu einem Zinssatz, Weighted Average Cost of Capital, nur von rund 6%. Und jetzt stellt sich natürlich die große Frage, was ist der Wert des Equities? Und die Masse würde jetzt sagen, super, ich habe mit DCF gerechnet, ich komme auf 240 Millionen EV, ziehe meine Schulden ab mit 220 und komme auf 19 Millionen. Und wenn man sich das mal anschaut, was bedeutet denn diese Größenordnung hier? Das sind alles Erwartungswerte. Und jetzt bin ich Eigenkapitalgeber. Was passiert mir bei einer Kapitalgesellschaft? Ich kann alles verlieren, habe aber einen Floor bei 0, habe aber die Möglichkeit, an allen Gewinnen zu partizipieren. Und wenn ich jetzt mal unterstelle, der Enterprise Value liegt hier bei 239 und der schwankt zwischen 200 und 280, dann hätte ich bei 200, wenn ich Net Debt von 220 abziehe, würde ich als Equitygeber leer ausgehen. Bin ich bei 280, bekäme ich 60. Das heißt, diese Formel verzerrt massiv mein Bewertungsergebnis, indem es überhaupt nicht berücksichtigt, wer welche Risiken trägt. Und vielleicht hat der ein oder andere die Eingangsseite noch im Kopf, dass wir uns überlegen müssen, hier von unserer traditionellen Bewertung wegzugehen. Das ist auch nicht im Praxishinweis beschrieben. Wir haben da nur die Hochverschuldeten, die aber noch überlebensfähig sind, die nicht so eine Verzerrung mit drin haben. Jetzt sind wir einen Schritt weiter und sollte man Equity nur 19 bieten oder könnte man mehr mitbieten und wo kommt das her? Und jetzt ist die Kombination ein vereinfachtes Beispiel mal mit dem Optionsgedanken und zu sagen, das ist jetzt nach Black-Scholes einmal durchgerechnet. Wir haben unseren Enterprise Value von 239. Wir sagen, der Enterprise Value hätte eine Volatilität von 25%. Das heißt, wir gehen hier um plus minus 50 Millionen, haben wir die Schwankungsbreite. Wir haben risikofreien Zinssatz analog von 2,5%. Ist es irgendwann mal 40 Millionen als Buchwert Equity reinfinanziert gegeben worden von den Shareholdern? Wir haben Senior und Junior einmal mit 180 und 40 mit beiden eine Restlaufzeit von 2 Jahren, das sind PICs, die haben Zinssatz von 5 und 8% und der Rückzahlungsbetrag bei Fälligkeit wäre entweder 200 oder 46. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie so eine Wertallokation aussieht.
Wenn der Wert genau bei 238 rauskommt, bin ich bei 18. Würde der Wert bei 200 rauskommen, was passiert da? Der Senior wird seine 180 kriegen, der Junior würde 20 kriegen und die Schauler würden mit 0 ausgehen. Jetzt gehe ich mal rein und sage, ich habe hier 300. Dann hätte der Junior seine kompletten 40 auch, der Senior weiterhin seine 180. Das heißt, ich habe 220, mein Equity-Wert wäre 80. Das heißt, ich komme deutlich höher. Ich spanne einen Trichter auf mit Wahrscheinlichkeiten, was zu diesem Effekt führt, dass obwohl wir mit 238 über der Verschuldung liegen, wir einen Ausfall erwarten dürfen beim Debt. Beim Senior sage ich jetzt mal, es ist zu vernachlässigen, da sind wir hauchdünn drunter, aber beim Junior ist es signifikant höher. Wo kommt das her? Der Junior braucht mindestens einen Wert von 220, wenn ich mir ein Waterfall anschaue, damit er Full Recovery bekommt. Wenn ich die Zinsen noch mit reinnehme in 2 Jahren, dann möchte er auch die 46,7 erwirtschaften. Dafür darf der Wert nicht unter 220 rutschen. Geht er runter, hat er einen Ausfall mit drin. Ist der Wert bei 240, bekommt er aber nur seine 40. Er bekommt keinen Aufschlag. Das heißt, er hat oben Cap, er kann nicht kompensieren, wenn das Unternehmen besser läuft, ist aber im vollen Risiko, wenn es nach unten geht. Der Eigenkapitalgeber genau umgekehrt. Er hat einen unten Floor bei 0, er kann alles verlieren, aber nicht mehr, wenn es keine Nachschusspflicht gibt. Also bei einer GmbH mit Nachschusspflicht müsste man das anders modellieren, dann wäre auch die Value Allocation eine andere. Steigt der Wert aber deutlich höher an, kann er wesentlich stärker partizipieren. Ich habe das eben an dem Beispiel von 300 genannt und damit kommt man auf diese Allokation. Ich hätte jetzt mal technisch gesehen, der Senior hat Full Recovery, die haben signifikante Ausfälle beim Junior und schieben das in den Equity-Wert mit rein. Und da sieht man, dass diese klassische DCF-Bewertung, die wir anwenden für Healthy-Unternehmen, die auch da sehr gut passt, wunderbar aufgeht. Wir haben aber das riesige Problem, wenn wir in den Distress-Bereich reingehen und keinen Optionsansatz haben und ich gehe jetzt hier enden, wir signifikante Probleme mit unserem Ergebnis bekommen. Und wir haben das oder in der Vergangenheit immer wieder gesehen, Unternehmen, die auch Enterprise Values haben, die niedriger waren als Senior und Junior zusammen. Das heißt, der Wert ist irgendwo beim Senior gebrochen, dass gleichwohl die Shareholder einen Wert zugesprochen bekommen haben. Jetzt kann man sagen, naja, das war ein reines Verhandlungsergebnis, sonst hätte ich den Deal nicht closen können. Faktisch ist der Eigenkapitalgeber nicht bei Null, weil er die Chance hat, am Gewinn zu partizipieren. Und dafür müssen die anderen etwas hergeben. Und das zeigt sich auch in, wie Verhandlungen führen. Und man kann das genau kalibrieren, wie das funktioniert. Analog beläuft es auch, wenn ich jetzt einen Wert ausgerechnet hätte von 180. Dann wären wir immer reingegangen 180, der Senior-Wert würde befriedigt. Der Junior hätte eine 0 und Equity hätte auch eine 0. Da geht der Junior in den Wert rein. Warum? Der Wert, Erwartungswert ist 180, ist aber 190, kriegt der Gläubiger vom Junior Debt auch noch Geld. Ist er bei 170, geht er leer aus. Das heißt, er hat immer noch ein Wertpotenzial, was er nehmen kann, wo sich es auch lohnt, je nachdem, wo der Wert bricht, sich in diese Kategorie noch einzukaufen, wenn sie niedriger getradet werden. Und hier sehen wir das gerade, dass wir das Problem haben, wenn ich mal das investierte Kapital, das ist nicht der Wert, sondern das, was reingesteckt war, 40, bricht der Wert jetzt bei den Shareholdern. Die hätten tatsächlich einen Verlust, nur er ist deutlich geringer und einen Großteil tragen Gläubiger vom Junior Debt. Und das ist ein Thema, was in der Distress-Bewertung mit reingehört. Machen leider relativ wenig, zeigt aber die Value Proposition, die man beachten muss. Und hier ist es nochmal zusammengefasst dargestellt.
links der klassische Ansatz, den habe ich bewusst mal rot durchgestrichen, und rechts ein vereinfachter Ansatz vom Optionsmodell für so einen Vortrag, dass man das mal sieht. Und ich finde, was sehr klar rauskommt, die Differenz ist minimal beim Senior. Wir haben die Verschiebung zwischen Junior und Shaolan, was auch sehr befruchtend in einer Diskussion ist. Wenn also ein Junior darauf besteht, auch bei einer Gläubigerverhandlung mindestens die 40 zu kriegen, wird er damit nicht durchkommen, weil es einfach zu viel wäre. Das heißt, jeder müsste etwas mit reinigen. Das kann man dasselbe Spiel machen, wenn zusätzliches Kapital reinfließt. Wie sieht eine Allokation aus? Wenn ich jetzt unterstelle, die Schauder würden 20 Millionen reinstecken, dann steigt der Wert von 240 auf 260. Damit würden überproportional die Gläubiger profitieren und die Schauder würden wieder Geld verlieren. Jetzt kann man anfangen, spieltheoretisch zu gucken, wie sieht eine optimale Allokation aus. Das wäre jetzt der nächste Schritt, wo man auch in praktischen Beispielen reingeht und so sagt, was nehme ich jetzt für Verhandlungen mit, wie kann ich so etwas durchsimulieren und weitermachen. Und wir haben uns einmal überlegt, das grafisch etwas zu veranschaulichen. Das Wort Distressed ist nicht immer trennscharf zu greifen. Es ist ein Raum, in dem wir uns bewegen. Und ich habe hier mal gezeigt, wenn wir die 220 mit reinnehmen, dann ist das eigentlich wie eine Call-Option, die ich habe als Shareholder. Ich habe die Möglichkeit, wenn der Wert höher wird, daran zu partizipieren. Und diese Differenz wird immer kleiner, nähert sich nachher null an. Und dann komme ich auch rein, wenn ich in dem ganzen Healthy-Bereich drin bin, dass ich unsere klassische Formel nehmen kann. Prinzipiell funktioniert die dann immer, wenn der Worst Case dazu führt, dass das Debt noch 100% recovered wird. Ansonsten funktioniert diese Formel nicht mehr. Und Hintergrund ist bei Kapitalgesellschaften, dass Eigenkapitalgeber asynchron an den Gewinnen partizipieren. Sie können maximal ihr eingesetztes Kapital verlieren. Sie haben aber rein theoretisch nach oben ein nicht gedeckeltes Gewinnpotenzial mit drin. Je stärker wir steigen, desto mehr können sie gewinnen. Und die Fremdkapitalgeber sind komplett umgekehrt. Sie kriegen das ausgeliehene Kapital plus Zinsen zurück, können aber nicht nachbessern. Jetzt ist hier unterstellt worden, wenn ich ein Mezzanin hätte, müsste ich anders modellieren. Wir haben ganz klassisches Darlehen, das sind auch diese beiden Typen für den Vortrag. Und man sieht es halt bei, wenn der INI sinkt, steigt das Ausfallrisiko von unserem Net Debt. Und damit bin ich zwingend in dieser Rolle drin, dass ich mit einem klassischen DCF-Ansatz keine vernünftigen Bewertungsergebnisse rausbekomme, sowohl für die Gläubiger als auch für die Shareholder. Ich muss diesen Optionsgedanken mit reinnehmen. Ansonsten sind wir draußen und unterschätzen systematisch den Wert des Eigenkapitals und überschätzen teilweise systematisch die Werte für das Debt. Darüber sollte man auch nicht einkaufen. Und fairerweise, Debt wird ja auch in einer Distress-Situation mit einem heftigen Abschlag gehandelt. Und dann kann ich halt gucken, ist der Abschlag zu groß, lohnt es sich in die Position einzukaufen? Ist der Abschlag zu gering, lasse ich die Finger davon? Das kann ich durch solche Modellierung, kriege ich Anhaltspunkte dafür. Optionen haben Risiken mit drin in der Modellierung. Ich weiß nie genau, was ist die richtige Volatilität. Ich kann Vergangene messen, das ist ein Erwartungswert. Ich habe da typischerweise Absicherung mit Sensitivitäten. Wir wollten diesen Ansatz gerne mal präsentieren, weil wir glauben, der wird zukünftig sehr stark an Bedeutung. Ich nenne das bewusst mal Wiedergewinn. Wir hatten solche Diskussionen schon mal in Distress-Situationen. Da die Distress-Situationen rar geworden sind, hat man das nicht mehr so stark gesehen. Unsere Empfehlung für jeden, der in der Bewertungslandschaft aktiv ist, sich dies anzuschauen, sich damit vertraut zu machen und das in das eigene Bewertungskalkül mit einzubeziehen. Das war sozusagen einmal ein Potpourri
über die Themen von Distress zur Bewertung. Wir haben eine Dreiviertelstunde für den Vortrag vorgesehen. Ich glaube, wir sind auch fast auf die Minute rausgekommen. Und Nadine, ich nehme an, da kann es die eine oder andere Frage geben und dass wir uns den Fragen einmal widmen und gerne auch Ihre Sichtweise, wie Sie, ob Sie schon mal mit Optionen gearbeitet haben und was Sie davon halten. Ja, genau. Sehr vielen Dank euch beide. Sie haben jetzt die Gelegenheit, die Fragen zu stellen. Die Leitungen sind geöffnet. Das heißt, Sie können gerne hier live die Fragen stellen. Es sind aber auch schon Fragen eingegangen. Das heißt, ich würde jetzt einfach mal die erste Frage stellen. Die richtet sich eher an Jens, würde ich sagen. Was sind die Erwartungen zur Zinsentwicklung in den nächsten Monaten? Erwartest du einen Peak und wenn ja, wann? Also wir vermuten, dass es kurzfristig vielleicht noch ein Stück nach oben geht. Erwarten aber im Laufe des nächsten Jahres dann praktisch einen Wendepunkt in der Zinspolitik und vermuten dann, dass es dann im zweiten Halbjahr 24 und vielleicht 25 bis 50 Basispunkte dann nach unten gehen wird. Danke dir. Marc, an dich hätte ich auch eine Frage. Welche Erwartungen wurden mit dem Optionsansatz bei der Bewertung von Distress-Unternehmen gesammelt? Wir haben tatsächlich in dem Bereich schon einige beraten in dem nicht nur, wir haben das ja jetzt hier quasi brechen lassen im Equity-Bereich noch. Wenn ich hardcore distressed bin, ist es deutlich, also ist es im Debt-Bereich drin. Und wie kaufe ich mich ein, was ist das richtige Pricing dort reinzukriegen und kann ich auch begründen, dass ich einem Shareholder noch einen gewissen Anteil zahle. Da sind externe Investoren reingegangen und ich meine, das, nehmen wir mal dieses Beispiel von Junior mit 40 und wir sagen, der Wert liege bei rund 26, wenn es mir gelingt, das für 20 einzukaufen und für 26 zu verkaufen, dann habe ich eine Rendite von 30% gemacht. Ich habe zwar nicht den Face Value gekriegt, das ist aber derjenige, der die 20 kauft, dem ist das komplett egal, weil er hat nur 20 gezahlt, dann kannst du für 26 verkaufen und das wird wieder kommen. Das heißt, wie handle ich mit Debt-Titeln? Der Markt ist nicht so liquide, viele haben auch Angst davor und da gehen Investoren mit rein und das hilft halt massiv. Und man muss halt immer gucken, traditionell überall, Einkauf und Verkauf treibt die Marge, nicht was irgendwann als Face Value genannt wird. Und ist es sicherlich, wo man darauf achten muss, wenn ich extrem distressed bin, bin ich im Penny Stock Bereich, in welche Klasse gehe ich rein? Ich würde dann weniger ins Equity reingehen, sondern irgendwo in Debt Titel mich erstmal mit einkaufen. Wir hatten gesehen in der letzten Finanzkrise, dass viele immer geklagt haben, es gab so wenig Transaktionen, was ich persönlich als komplett falsch ansehe. Es gab relativ wenig Equity-Transaktionen. Es gibt Equity- und Debt-Transaktionen. Die Summe der Transaktionen war groß. Es waren nur andere Titel, die gehandelt worden sind. Und genau da geht das mit rein. Also Bewertung bedeutet nicht immer, was wir machen, nur auf Equity, sondern alle Kapitalgeberkreise damit einzubeziehen. Und da haben wir schon Erfahrung in dem Bereich gesammelt. Und gerade diesen Optionsansatz hilft massiv, das zu veranschaulichen und auch Rendite zu realisieren. Und Jens hat es ja eben gesagt, auch wenn die Zinsen leicht wieder runtergehen, also was wir bei Unternehmen zurzeit sehen, ist, dass noch nicht alle unter den hohen Refinanzierungskosten zu leiden haben, weil einfach die Refinanzierung noch nicht anstand. Also wir sind ja relativ schnell nach oben gepusht. Viele, die zukünftig refinanzieren müssen, selbst wenn es leicht runtergeht, haben noch einen deutlich höheren Zinssatz zu erwarten, als sie ihn momentan haben. Und dass das Thema spannend bleibt und wird. Danke dir. Vielleicht vorab schon mal, die Frage kommt ja auch immer wieder, die Präsentation verschicken wir natürlich gerne im Nachgang und wir stellen auch die Aufzeichnung nochmal auf der Website zur Verfügung, sodass Sie das vielleicht gerne an Kolleginnen und Kollegen nochmal weiterleiten können, die das heute verpasst haben. Sie haben jetzt also gern nochmal die Gelegenheit, eine Frage zu stellen, wenn Sie möchten, oder einfach über Ihre Erfahrungen zu berichten.
Ansonsten würde ich sagen, Jens, Marc, wenn keine Fragen mehr reinkommen, würde ich die Fragerunde dann beenden an der Stelle. Dann können Sie gerne natürlich im Nachgang auf uns zukommen. Die Kontaktdaten senden wir Ihnen auch gerne nochmal zu. Wir machen auch gerne schon mal ein bisschen Werbung für den nächsten Webcast. Der wird voraussichtlich im November stattfinden. Da erhalten Sie aber natürlich rechtzeitig die Einladung mit allen Details. Und dann bedanken wir uns für Ihre Teilnahme am heutigen Webcast und wünschen Ihnen natürlich noch einen schönen Tag. Ganz herzlichen Dank und einen schönen Tag. Dankeschön. Danke. Tschüss. Tschüss.